Hallo, schön, dass du mit dabei bist heute bei unserem Yoga Flow. Und leg die Hände einfach ganz bequem auf deine Oberschenkel oder Knie ab. Komm ganz hier an in diesem Moment und zieh einmal die Schulter nach oben Richtung Ohren und lass sie dann in der Ausatmung nach unten sinken. Das machen wir nochmal. Tief einatmen und ausatmen, Schultern sinken nach unten. Nochmal tief ein. Alles ausatmen hier. Einatmen, heb die Arme über die Seiten nach oben, verbinde die Handflächen. Ausatmen, Hände vor dein Herz. Nochmal einatmen, heb die Arme, streck dich. Ausatmen, die Hände vor dein Herz führen. Letztes Mal. Tief einatmen, kreier Länge und in der Ausatmung die Hände vors Herz führen. Einatmen, zieh jetzt beide Arme nach oben und dreh dich in der Ausatmung nach rechts auf. Die linke Hand auf dein Knie ablegen, während die rechte Hand hinter dir aufliegt. Und du bei jeder Einatmung Länge kreierst im Rücken, in deiner Wirbelsäule und in jeder Ausatmung noch ein Stückchen mehr nach rechts drehst. Spür auch die Dehnung im unteren Rücken dabei, die entsteht. Einatmen, komm zur Mitte, heb nochmal beide Arme, finde Länge und aus dieser Länge heraus drehst du auf die linke Seite, spürst auch hier in diese angenehme Drehung der Wirbelsäule, heb in der Einatmung noch ein bisschen mehr deinen Brustkorb an und in jeder Ausatmung drehst du nach links auf, vom Nabelpunkt ausgehend. Einatmen, zieh die Arme nach oben und für den Side Stretch leg in der Ausatmung die rechte Hand ab. Und während der linke Arm über dein linkes Ohr zieht, spür den Side Stretch in deiner Flanke. Heb dann die Arme wieder und wir wechseln in der Ausatmung. Dehnst du dich zur anderen Seite auf, rechter Arm zieht über dein rechtes Ohr, spür auch hier die Weite in deiner Flanke. Heb dann wieder beide Arme nach oben hoch. In der Ausatmung legst du die Hände auf die Knie ab. Wir machen hier rund der Rücken in der Ausatmung und in der Einatmung öffnest du den Herzraum. Ähnlich wie Katze Kuh. In der Ausatmung rundest du dich und in der Einatmung öffnest du den Herzraum. Sehr schön. Versuche hier Bewegung und Atmung fließen zu lassen. In jeder Einatmung ziehst du die Schulter nach hinten. Wer möchte, leg den Kopf nach hinten in den Nacken und in der Ausatmung dein Kinn auf die Brust legen. Spür die Dehnung im Nacken. Halte hier kurz. Nimm die Dehnung bewusst wahr. Und dann richtest du dich auf. Bringst die Hände auf deine Schultern. Wir machen jetzt hier schwungvolle Bewegungen. Und zwar versuchst du einmal, ja, die Ellenbogen nach links und nach rechts schwingen zu lassen, um hier vielleicht Verspannung aus den Schultern zu lösen. Oberer Rücken mobilisiert sich hier. Wenn du möchtest, den Feueratem dazu praktizieren, tief ein durch die Nase und ausatmen durch die Nase. Sehr, sehr schön. Dann bring in der Einatmung die Arme wieder nach oben, löse auf und in der Ausatmung legst du die Hände auf die Knie, um hier nochmal den Nacken zu mobilisieren. Spüre auch hier die schöne sanfte Bewegung, lass den Kopf nach links und nach rechts einmal sinken. Mach die Bewegung, die sich jetzt richtig und gut für dich anfühlt. Löse dann wieder auf, bring die Hände vor dir zum Liegen, die Knie aufgelegt, Vierfußstand. Dann bringst du die Fersen Richtung Gesäß und für die Katze Kuh öffnest du erst den Herzraum, machst dich dann ganz rund, Katzenbuckel, einatmen, Fersen Richtung Po, öffne den Herzraum und in der Ausatmung rundest du dich wieder, drückst deine Handflächen in den Boden, einatmen, wieder öffnen, atme aus, runder Rücken hier. Ein, wieder öffnen und in der Ausatmung rundest du dich nochmal und hebst dann die Knie von deiner Matte ungefähr 10 cm. Spür deine Bauchmuskulatur sich hier aktivieren. Atem fließt. Es darf ruhig ein bisschen anstrengend werden. Gut. Und dann legst du die Knie wieder am Boden auf. Und für Anahatasana, eine ganz schöne Stretch-Übung, legst du die Hände am Anfang der Matte auf und lässt den Brustkorb nach unten sinken. Die Stirn abgelegt, während du tief ein- und ausatmest. Dass bei jeder Ausatmung die Brust noch tiefer sinken. Die Schultern schmelzen nach hinten. Versuch dich hier in diesem Bereich zu entspannen. Leg dann in der Ausatmung die Unterarme ab und komm in die Sphinx-Haltung.
Die Ellenbogen sind unter den Schultern, dein Blick sanft nach vorne gerichtet. Spüren diese sanfte Rückbeuge. Dein Herz strahlt nach vorne aus und dein Gesicht ganz entspannt. Sehr, sehr gut. Jetzt leg mal die Hände unter deinen Schultern ab für die kleine Kobra. Öffnest du den Herzraum und lässt die Stirn zum Boden sinken in der Ausatmung. Einatmung nochmal, komm vielleicht noch ein Stückchen mehr nach oben und in der Ausatmung ganz bequem dich ablegen, Schultern nach unten ziehen. Genau, einatmen, nochmal öffnen. Ausatmen, die Stirn nach unten sinken lassen. Letztes Mal tief einatmen. Und ausatmen, zurücklegen. Die Fingerkuppen aufstellen. Du öffnest dich nochmal im Brustkorb. Atmest ein. Und in der Ausatmung dich wieder ablegen. Nochmal einatmen. Darf jetzt ein bisschen intensiver werden in der Rückbeuge. Und in der Ausatmung drehst du dich einmal nach rechts auf. Schaust über die rechte Schulter. Ein, Mitte. Aus, über die linke Schulter schauen. Ein, wieder zurück zur Mitte. Aus, nach rechts aufdrehen. Und schau über die rechte Schulter. Ein, Mitte und aus, nach links aufdrehen. Mitte zurückkommen. Und dann lässt du dich Wirbel für Wirbel nach unten sinken. Legst die Hände unter die Schultern ab, drückst dich nach oben hoch. In Balasana auf deine Fersen kommen, Gesäßrichtung Fersen. Spür kurz nach, spür die Rundung im Rücken. Eine ganz schöne Gegenbewegung jetzt zu den Rückbeugen. Dann drückst du die Hände wieder in die Matte, kommst in den neutralen Vierfüßler, bringst die Hände ein Stückchen mehr nach vorne, für den herabschauenden Hund schiebst du dein Becken hoch Richtung Himmel. Lass die Fersen gerne links und rechts abwechselnd nach unten kommen. Walk the dog, stretch dich hier schön aus, Rücken lang, Beinrückseiten lang. Kopf hängt entspannt, Nacken entspannt. Einatmen, rechtes Bein zieht jetzt nach hinten, dreibeiniger Hund. Und ausatmen, stell den Fuß nach vorne auf und komm in den tiefen Ausfallschritt an Shanyasana. Heb die Arme nach oben und dann verzahn die Hände hinter deinem Kopf und schieb die Ellenbogen nach außen, spür Öffnung im Herzraum. In der Ausatmung dynamisch rundest du dich und streckst dein Bein aus. Einatmen, nochmal öffnen. Ausatmen, runder Rücken, streck dein rechtes Bein aus. Nochmal einatmen, öffnen, aus, streck die Arme nach oben und dann lässt du die Hände auf die Erde sinken, streckst dein rechtes Bein für den halben Spagat, gerne der Fuß geflext. Einatmen, nochmal beugen und dann legst du die linke Hand neben deinen rechten Fuß auf, während der rechte Arm nach oben zieht für so eine schöne Drehung, easy twist. Spür Länge im Rücken in der Einatmung. Wenn du dich in der Ausatmung drehst. Und wenn du ein bisschen mehr möchtest, bringst du die rechte Hand hinter deinen Kopf und der Ellenbogen zeigt nach oben Richtung Himmel. Spür auch hier in die Drehung. Atme. Dann steck den Arm wieder aus nach oben. Steck den Arm gerne ein bisschen nach vorne Richtung rechtes Ohr. Zieh dich lang, lang, lang. Und lass dann in der Ausatmung die Hand nach unten sinken für ein paar schöne Armkreise. Lass auch hier die Bewegung und die Atmung eins werden. Wenn du einatmest, ziehst du den Arm nach oben. In der Ausatmung lässt du ihn nach unten sinken. Spür die Bewegung im Körper. Dann lass die Hand zurück sinken, linken Fuß aufstellen. Komm in den Lunge und in der Ausatmung dein rechtes Bein nach hinten rausziehen, dreibeiniger Hund, ausatmen, zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, linkes Bein zieht jetzt nach hinten für den dreibeinigen Hund und in der Ausatmung stellst du den linken Fuß zwischen deine Hände auf. Wir kommen auch hier in den tiefen Ausfallschritt an Shanyasana, öffne den Herzraum, sehr schön. Dann lass die Hände mal hinter den Kopf zusammenkommen, um dich hier noch mehr zu öffnen und für die dynamische Abfolge dich nochmal rund zu machen. Halte die Balance, es darf auch wackeln. Einatmen, öffne dich und in der Ausatmung streck dein Bein, halte die Balance, spür die Konzentration. Nochmal einatmen, öffnen und dann bringst du die Arme nach oben. Ausatmen, Hände auflegen für den halben Spagat, streckst du dein Bein aus. Nochmal einatmen. Und ausatmen für die Drehung. Geh der linke Arm nach oben, dreh dich nach links auf. Versuch dein Becken stabil zu halten, während du
dich mehr und mehr aufdrehst im Oberkörper. Gerne auch hier, optional. Leg deine Hand hinter den Kopf, Ellenbogen schaut nach oben, Richtung Himmel. Atme tief ein und aus. Dann gerne hier auch nochmal den Arm über dein Ohr strecken, zieh dich lang in deiner Flanke hier, gut. Lass die Hand dann wieder nach unten kommen für ein paar schöne Armkreise. Nutz hier den ganzen Bewegungsradius aus von deiner Schulter und lass hier auch wieder die Bewegung und die Atmung verschmelzen. Sehr gut. Dann legst du die Hand zurück, stellst den rechten Fuß auf, kommst in den Lunge und von dort aus zurück in den dreibeinigen Hund oder gleich in den herabschauenden Hund. Gut. Einatmen, kommen wir in die schiefe Ebene. Ausatmen, leg über die Knie, Brustkorb, Kinn oder Stirn ab. Welle. Einatmen, kleine Kobra. Und in der Ausatmung Zehen aufstellen, zurückkommen in den herabschauenden Hund. Fühle hier nochmal die ganze Länge in deiner Rückseite, die Fersen links, rechts in den Boden schieben, nachspüren. Und in der Ausatmung die Beine beugen, die Knie ablegen und für die Fädelübung hebst du den rechten Arm jetzt nach oben. Und in der Ausatmung geht der rechte Arm durch den linken Arm durch, dynamisch. Einatmen, nochmal nach rechts öffnen, Schultern gestapelt. Ausatmen, rechter Arm geht durch links durch. Einatmen, nochmal, dreh dich auf, vielleicht ein bisschen mehr als gerade eben. Und im Ausatmen legst die rechte Schulter auf deiner Matte ab, legst deinen Kopf ab, die linke Hand gerne unterstützen, vor dem Gesicht auflegen. Und versuch jetzt bei jeder Ausatmung die rechte Schulter nochmal mehr in den Boden hinab abzugeben, um die Dehnung ganz für dich zu spüren. Dann atme wieder ein, dreh wieder auf, komm zurück. In der Ausatmung legst du die Hand auf. Wir wechseln, der linke Arm zieht nach oben und in der Ausatmung Fädelübung durch den rechten Arm durchfädeln. Letztes Mal tief einatmen und aus nochmal durch den rechten Arm durch. Nochmal einatmen, dreh dich auf und dann ausatmen. Leg dann deine linke Schulter am Boden auf, der Kopf auch entspannt aufgelegt. Lass bei jeder Ausatmung die linke Schulter schwer in den Boden sinken, der ganze Rücken lang. Dein Atem fließt und du spürst einfach nur, was du abgeben möchtest. Einatmen, dann öffne nochmal. Dreh auf und bring die Hand wieder zurück zum Boden. Komm von dort aus auf deine Ferse, den Fersensitz. Und für die nächste Haltung streckst du die Beine einfach aus auf deiner Matte. Für den Drehsitz zieh das rechte Bein etwas näher zu dir ran. Und dann drehst du nochmal auf die rechte Seite auf. Und dann spür nochmal in der Einatmung die Länge im Rücken. Und in der Ausatmung, wie du drehst. Halte hier ganz bequem, doch versuch hier konzentriert zu bleiben. In der Einatmung Länge finden und in der Ausatmung drehen. Einatmen und ausatmen, löse auf. Wir wechseln, linken Fuß aufstellen, zieh dich lang in der Einatmung, heb die Arme. Und in der Ausatmung nach links aufdrehen. Auch hier spür nochmal in der Einatmung Länge im Rücken und in der Ausatmung, wie du drehst. Dann komm wieder zur Mitte zurück, atme ein, ausatmen, schöne Gegenbewegung, wenn du möchtest, legst du die Stirn am Boden ab und kommst dann wieder zurück zum Sitzen. Streck die Beine nochmal aus. Gerne die Beine kurz ausschütteln und von dort aus in Sukhasana zurückfinden, so wie wir begonnen haben, Schneidersitz. Bring die Hände auf deine Beine, ganz bequem, schließ kurz deine Augen, um mal kurz nachzuspüren, wie es dir geht. Dann heb die Arme, lass die Hände nochmal vor dein Herz im Ausatmen nach unten sinken und bedanke dich bei dir selbst, dass du dir die Zeit genommen hast für deine Yoga-Praxis. Vielen Dank fürs Mitmachen. Namaste.